Auch Sepp Herberger beeindruckt. Nicht zuletzt vom Treffer zum 4:1 Endstand durch Torjäger Hannes Löw. Der erste FC Köln mit Trainer Willy Multhaupt gewinnt am 9. Juni 1968 zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den DFB-Pokal. Hintermannschaft energisch durch, Schuss nach innen und Löhr köpfte den Ball ins Netz. 4:1 besiegte der erste FC Köln den VfL Bochum und wurde damit deutscher Pokalmeister 1968.